Ich habe eine Frage. Na? Kannst du mal Hallo zur Community sagen? Hallo Community! Scrap! Yo, herzlich willkommen. Ich habe es im letzten Video erwähnt. Wir sind heute in Hannover auf dem Maikäfer-Treffen. 2 Jahre lang ist es jetzt ausgefallen. Jetzt, das dritte Jahr, endlich wieder nach Corona. Alle kommen zusammen. Ich glaube, die Leute haben Bock. Es wird mega viel los sein. Deswegen starten wir das Video direkt. Wir stürzen uns jetzt in die Menge. Gehen mal zu unseren Autos. Die stehen auf dem Show-and-Shine-Bereich. Ich bin gespannt, was los ist. Ich hoffe, ihr auch. Und deswegen Vollgas, ab nach drin. So, Freunde, es ist mega was los, unglaublich. Aber wir müssen uns einmal ganz kurz entfernen hier vom Bus. Einfach, damit wir Daniel mal besuchen können. Der hat hier einen Stand, der macht heute Big Business, habe ich gehört. Der macht richtig hier, der kauft sich danach ein T1, habe ich gehört. Der verkauft alles, was er hat. Seine Wohnung, seine Geschwister, alles. Das wird jetzt alles verramscht hier an seinem Stand. Und deswegen schauen wir da jetzt mal hin und gucken, ob wir einen guten Deal machen können. Vielleicht verkauft er uns ja was. Oder auch nicht. Mal schauen. Hier vor mir, noch nicht zeigen, steht ein Auto, welches ich seit bestimmt einem halben Jahr bei eBay Kleinanzeigen auf geparkt habe. Aber obwohl ich weiß, ich kann mir nicht leisten aktuell, habe ich ihn trotzdem geparkt. Dreh dich mal um, Alter. Ein patinierter Karmann. Leider baujahrtechnisch ein bisschen zu jung und natürlich auch viel zu teuer aktuell. Aber mega lustig, ich habe den irgendwann gesehen auf eBay Kleinanzeigen, habe ihn mal gespeichert. Obwohl, wie gesagt, eigentlich zu teuer und here we go. Vielleicht stellen wir eine Spendenbox nebendran und sagen, wenn jeder, der hier ist, 50 Cent reinwirft, kaufen wir den heute. Nee, jetzt muss erst mal der Bus getüftelt werden, aber es ist ein cooles Auto, auf jeden Fall. Vor allem die Patina ist mega ähnlich von meinem, ne? Muss mal gucken. Grün, patiniert, bisschen helle Grundierung kommt raus. Theoretisch ist das der Bus als Karmann. Naja, wir gehen mal weiter. Vielleicht kriegen wir was günstigeres, aber mindestens genauso cooles beim Daniel am Stand. Ich bin gespannt, denn Daniel hat heute Nacht nicht geschlafen, habe ich gehört. Seht ihr diesen Bus hier, den grünen da? Das ist Daniel, sein T2-Bus. Den wollte ich euch eigentlich zeigen, aber er ist ein bisschen eingepackt. Wir suchen jetzt erstmal Daniel, vielleicht zeigt er uns nachher noch seinen Bus, weil er hat ja natürlich auch einen wunderschönen T2 sich aufgebaut. Oh! Ey, liegt der Daniel da im Bett? Ja, er hat nicht gepennt. Okay, wir gehen mal ganz kurz zu Daniel. Ich habe gehört, Daniel will heute mein Video, habe ich gehört. Wie letztes Mal, Maikäfer. Er hat keine Unterhose an. Er hat keine Unterhose an. Jetzt leise, Daniel schläft, weil er hat heute Nacht nicht so viel. Warum hat Daniel heute Nacht nicht geschlafen? Wie dumm ist das denn? Heute ist Treffen. Komm, Daniel. Daniel. Ich habe eine Frage. Na? Kannst du mal Hallo zur Community sagen? Hallo Community! Scrap! Deine Stimme, jedes Mal. Können wir bitte eine Einblendung machen von vor, ich glaube, 5 Jahren? Seine Stimme am Morgen am selben Treffen auf demselben Parkplatz. Bitte einmal einspielen. Ey, Daniel. Daniel, kann es sein, dass du gestern zu tief ins Cola-Glas geguckt hast? Wo ist deine Stimme, Alter? Never touch a running system. Hey, ich lass dich schlafen. Wir wollen aber nachher mal deinen Bus noch kurz angucken. Voll Wenn er fit ist, hat er mir gerade versprochen, ohne es zu sagen, dass er uns eine kleine Tour um seinen Bus gibt. Ich meine, allein der Innenraum, den können wir schon mal kurz zeigen. Gigantischer Ausbau. Da kann Biwak Labs sich mal eine Scheibe abschneiden. Ist so, Junge, ist so. Simon! Also Leute, Daniel fühlt es mal wieder. Macker. Ich liebe diesen Kerl. Oh, das ist aber geil hier. Warum verkauft er sowas? Was kostet das? Was kostet das? Ein Euro? Kauf ich. Ich mach 2 Euro. Er will gar nicht verkaufen. Ich leg jetzt hier, nicht dir. Du machst die Kasse. Ich kauf den jetzt. Guck mal hier.
Original, VDO, patiniert. 2 Euro. Ich habe sogar 1 Euro noch Trinkgeld gegeben. Wenn ihr was kauft, einfach in den Bus werfen das Geld. Daniel nimmt das, der sammelt das dann auf. Geil, fühle ich. Irgendwann ist das Ding richtig viel wert. Und dann habe ich das für 2 Euro vom Daniel Hartmut Steffen gekauft. 2 Euro, VDO, Alter. Beste Leben. Was? Ja, die Tankanzeige da. Ja, okay, tschüss. Marvin? Ja? Heißt, ist das der Begriff, den alle Leute sagen, im Schlaf Geld verdienen? Genau. Daniel verdient gerade im Schlaf Geld. Ja, der Typ, er sieht zwar, wie, weißt du, er macht immer so auf, aber es ist ein knallharter Businessmann. Ein Geschäftsmann durch und durch. Daniel Hartmut Steffen. Vote for him. Jetzt haben wir gerade ein bisschen am Bus gechillt und plötzlich habe ich gesehen, wie Leute angefangen haben, ihre Käfer im Busbereich zu parken. Und eigentlich wurde mir gesagt, Busse hier, Käfer da. Deswegen konnten die Autos nicht zusammenstehen. Aber ganz ehrlich, da stehen jetzt schon 5, 6 andere Käfer bei der Busabteilung. Deswegen holen wir jetzt meinen Käfer, stellen ihn neben den Bus, dass die Leute, die vorbeikommen, und es kommen viele Leute zum Hallo sagen, gerade beide Autos sehen. Würde ich fühlen. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Platz. Deswegen holen wir schnell einen Käfer ab. Schön null bar wollen. Das ist wichtig, Leute. Das ist wichtig. Verkaufen oder was? Oder ist er wach oder ist er nicht wach? Das ist er ist wach, man hat ein schönes T-Shirt an. Schönes Shirt. Oh. Ihr wisst Bescheid, Alter, mit weiß ich auch nicht. Ohne Code, ohne Code kein Rabatt. Ist so. Alter, willst du mal hier. Warte. Daniel, ja. Möchtest du uns deinen Bus zeigen? Ja, nein, ich bin noch nicht vorbereitet. Können wir gleich einen Cut machen? Oh. Nein, okay. Super aus. Ja, das sieht doch super aus. Daniel, dies ist mein 78er T2B. Wo ist deine Stimme, Alter? Tigergrün, Wolkenweiß. Guck mal, man sieht richtig das Wolkenweiße hier durchpoliert. Ne? Ah. Beste Arbeit, bester Kram. Was hast du so verbaut? Erzähl mal. Breite Vorderachse, ne? Versteht sich. Schlimm, schlimm. Mercedes-Stahlfelgen. Auch schlimm. Was hab ich noch? Jetzt keine Mercedes-Stahlfelgen mehr. Alter. Du hast nicht, achso, ist das noch nicht. Mercedes-Stahlfelgen. Ist das noch nicht eingetragen? Sieht man noch, dass das Mercedes-Stahlfelgen sind, oder? Mercedes-Stahlfelgen. Zeig mal deinen Innenausbau, Alter. Den fühle ich enorm. Hast du nicht lumpen lassen? Nee. Also, mein Innenausbau ist gemütlich. Das ist Leben, Leute. Ne? Alter. Das war aber auch echt eine geile Nacht. Also, ich bin halt erst um 10 zu Bett gegangen oder so. Also ich hab echt durchgemacht, ne? Scheiße. Und ich bin quasi vom Suff aus hier direkt durchgestiegen in den Verkauf. Und hast du Geld gemacht? Alter, alle Sticker sind weg. Also alle Sticker sind weg? Das sind die letzten Sticker. Du hast nur noch 3 Sticker. Ja. Gibt's nochmal Nachschub? Muss das geben, und oder? Und den könnt ihr dann nämlich bei ihm kaufen. Mhm. Auf Instagram, weil einen Shop hat er noch nicht. Leute, ihr wisst Bescheid. Kommt vorbei bei Instagram, kauft die Scheiße weg, ne? Also eigentlich wollte ich nur ganz kurz sagen, wir hatten ja eigentlich mal gesagt, bei diesem Treffen bist du mit deinem Bus und ich mit meinem Bus. Ja. Auch wenn er jetzt nicht auf Achse ist, aber wir wollten ihn ja eigentlich nebeneinander stellen. Ja. Jetzt machst du hier einen auf Businessmann und stellst ihn hier ins Verkaufszentrum rein und ich stehe auf dem Parkplatz wie der letzte Mensch. Wie sollen wir das jetzt denn machen? Wir können. Ist jetzt doch, nicht. Wir bauen gleich ab. Ach nee. Wir wollen hier bald ab, wir wollen abreisen. Dann können wir uns nochmal nebeneinander stellen. Okay, dann seht ihr jetzt gleich die Busse nebeneinander, wie versprochen. Damals vor Wochen, als wir meine noch zusammengeschraubt haben. Ja. Lass mich nicht hängen. Ja, Mann! Können wir das mal ganz kurz zeigen? Das ist Leben, Leute. Das ist Leben. Der Frischkäse in dem Schnaps, der sagt viel über gestern aus.
Das war sein Frühstück kombiniert. Hallo, guten Tag. Sind Sie am Schlafen? Ja. Ah, ist dann was bequem, Digga. Ne? Fühl ich. Ne? Oh. Also, falls ihr mal einen Schlafplatz braucht, ne? Ihr weiblich seid, gut aussehend, dann wisst ihr, wo ihr hinkommen könnt, ne? Mhm. Nicht, dass wir sagen, Bus. Mach das nicht, Kinder. Mach das nicht. Die Kinder auf jeden Fall nicht, Alter. Dann seht ihr aus wie. Daniel braucht noch ein bisschen, der muss sein Bett noch zusammenfalten, hat er gerade gesagt. Deswegen nutze ich jetzt die Zeit. Wir sind hier auf einem großen, abgesperrten Gelände. Ich habe 10 Euro Eintritt gezahlt. Das möchte ich auch ausnutzen. Ich fahre jetzt hier ein bisschen Bus. Ja? Wenn ich schon keinen TÜV bekommen habe, dann fahre ich jetzt noch mal ein paar Kilometer hier den Motor ein. Und nachher geht es wieder auf den Anhänger. Aber davor natürlich noch ein paar Fotos mit Daniel. Beziehungsweise einen kleinen Carporn. Das ist wichtig. Ich fahre jetzt mal. Ne? Kommst du mit? Ja. Kommst du mit? Ja, spring mal rein hier. Es ist einfach alles hier drin rumgeflogen, jetzt alles. Chaos. Okay, ich park wieder. Jetzt kommt Daniel hoffentlich auch gleich. Ja, wer kommt denn da? Haben Sie es auch noch einrichten können? Ja, sicher, sicher. Lieber spät kommen als nie kommen, ist meine Devise, ne? Manchmal kommst du auch einfach gar nicht, ne? Ja, das ist passiert. Ey, stell dich mal hier bitte gerade davor so. Gerade davor. Daniel, mein Freund, komm mal raus. Ich muss dir jetzt was angucken. Ich muss dir was zeigen. Amen. Ich muss dir was zeigen. Boah, ist die Achse eklig schmal. Halt dein Maul, ich muss dir was zeigen, kommen Sie mit. Oh, dieser Moment jetzt. Genau diesen Moment. Aber lass so weiter in die Richtung gucken erstmal. Und dann so schlagartig umdrehen, dann ist der Effekt am krassesten. Okay. Eins, drehen wir uns in die gleiche Richtung, oder? Ist mir egal. Okay, eins, zwei, drei. Es ist krank. Überleg mal, Alter. Überleg einfach mal. Wir haben's. Nicht was, einfach nur überlegen. Ist geil. Fühl dich. Ist schon krank, Alter. Also deiner ist ein bisschen hoch, aber sonst fühl ich's eigentlich. Ja, meiner ist auch ein bisschen hoch, ja. Deiner hat auch TÜV, meiner nicht, ne? Also das darf man nicht vergessen. Aber du hast ja quasi TÜV. Du hast ja, ich habe aber runtergedreht nochmal. Der ist jetzt tiefer wie TÜV. Ja, okay. Egal. Ein dreifaches Jip-Jip.
Hurra! Jip, jip. Ihr wisst Bescheid. Nächstes Mal wieder einschalten. Schön, dass ihr dieses Mal dabei wart. Und tschüss. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here.